Servus Leute, willkommen zurück zu Danganron Part 2, Goodbye Despair. Ich bin zwar nicht in dem Raum, aber meine ultimativen vier Verkünder der Zerstörung werden trotzdem Nagito helfen, durch diesen Raum zu kommen. Ich wusste, dass du einen Afghanen machst, das klingt schon so. Und außerdem dabei ist der Wolf. Ja, in meinem Let's Play. Jedenfalls haben wir letztes Mal ziemlich lange an diesem Rätsel gesessen, was wir nur durch die Hilfe von Monomi lösen konnten, weil wir haben einfach beide verkehrt rumgedacht bei dem. Aber ich habe schon angesprochen, es ist so geil. So, wir haben jetzt die Gitterstäbe hier gelöst, oder? Na geht, wir haben ein Problem. Die Gitterstäbe sind blockieren komplett die Tür. Also solange wir nichts etwas wegen diesen Gitterstäben tun können, werden wir nicht in der Lage sein, in diesem Raum zu entkommen. Für die von euch, die kein Interesse haben, ein Escape-Spiel zu spielen, haben wir eine besondere Abkürzung vorbereitet. Ich glaube, da solltest du... Wir haben es ja sowieso fast geschafft. Also du musst jetzt hier die... Du siehst ja, dass da jetzt was geöffnet hat. Ja, das da drunter. Wir brauchen einen Schlüssel und wir haben... Moment, USB-Stick? Nee. Oder? Untersuch's doch erstmal, bevor du irgendwas machst. Schon wieder ein Schlüssel? Schlüsselloch schon wieder. Haben wir irgendwo einen Schlüssel herbekommen? Ich glaube, wir haben bereits den Raum durchsucht, von Kopf bis Fuß. Der USB sieht ja aus wie ein Schlüssel, also. Aber dass die einem sogar hier die Möglichkeit geben, das alles zu skippen. Yay, sieht so aus, als wären wir durch. Mit unserer kombinierten Kraft waren wir in der Lage, dieses lebensbedrohliche Spiel durchzuspielen. Wer kümmert sich schon, ob wir es durchgespielt haben? Warum fühlt sich das der Ausgang so an, als würde es sich nicht öffnen? Hä? Was meinst du damit, er würde sich nicht öffnen? Hä? Meinst du es ernst? Es öffnet sich nicht! Habe ich es dir nicht gerade gesagt? Es ist nicht nur ein Ausgang, sogar die Tür, von der wir gekommen sind, öffnet sich nicht. Vielleicht ist das Spiel noch nicht vorbei. Gibt es irgendeine Chance, dass das Ding, das wir vorher gefunden haben, nicht nur zum Spaß darum war? Sieht so aus, als hättest du etwas in deinem Kopf. Ein Gehirn. Als ich das erste Mal in diesen Raum angekommen haben, habe ich einen Brief erhalten. Ein Brief? Ich dachte, das wäre nur ein Scherz, also habe ich nicht die Chance genutzt, das dir zu sagen. Genug mit diesen Ausflüchten. Beeil dich und zeig es mir. Ja, es ist das. Das darfst du lesen. Okay, ja, absolviere die Mysterien des Final Level Gamer Dead Room Reloaded und du wirst in der Lage sein, das Recht zu erringen, das lebensbedrohliche Spiel zu spielen. Wegen des lebensbedrohlichen Spiels, es ist ein lebensbedrohliches Roulette. PS. Achso, es wird dir überlassen, die Schwierigkeit des Roulettes zu bestimmen. Achso, den Schwierigkeitsgrad zugrunde liegend wird auch deine Belohnung ausfallen. Aber stell sicher, dass du es nicht übertreibst. Ich verstehe. Also das ist es, was es bedeutet. Was bedeutet das?
Es bedeutet, das Spiel bis jetzt war einfach bloß der Eröffnungsakt. Von diesem Punkt an ist die wahre Aufführung. Hä? Lebensbedrohliches Roulette. Das ist wahrscheinlich wie russisches Roulette. Russisches Raclette. Siehst du? Eine Waffe ist daraus gekommen. Was bedeutet, ich muss sie nutzen, um russisches Roulette zu spielen, Ja, richtig? der wird eh nicht erschossen. Russisches Roulette? Na dann, erlaubt mir. Das kannst du nicht, egal wie du es drehst, das ist viel zu gefährlich. Hey Monomi, da gibt es etwas, was ich dich schon mal fragen wollte. Ganz ehrlich, ich verstehe nicht wirklich die Regeln von russischem Roulette. Oh je. Wenn das der Fall ist, lade eine Kugel in den Zylinder, dann dreh es und na danach leg die ha Waffe an dich und drück den ja die, aufs, den Abzug. Warte, du kannst es nicht tun. Es gibt eine 1 zu 6 Chance, dass du sterben wirst. Eine 1 zu 6 Chance zu sterben. Was bedeutet, die Fehlerrate ist nur ein Sechstel. Hey, ist diese Regel wirklich okay? Sag mir nicht, er lädt noch mehr. Wobei, er hat ultimatives Hä? Glück. Ich meine, wenn es nur eine ein Sechstel Chance gibt zu versagen, würde das Spiel nicht viel zu leicht sein. Also sollte ich wahrscheinlich das Gegenteil machen. Ich sollte eine Kugel von der Waffe entfernen und dann sie benutzen, wenn immer noch 5 Kugeln geladen sind. Wenn du das tust, dann hast du eine 1 zu 6 Chance des Erfolgs. Das wird definitiv ein viel bedrohlicheres Spiel sein. Wäre der nicht der ultimative Glückspilz, würde ich sagen, der ist total lebensmüde. Was sagst du da? Lasst uns versuchen. Ja. Einen Moment, Nagito, was tust du da? Was ich tue? Ich spiele russische Roulette, natürlich. Ich habe nur eine Kugel entfernt, also gibt es eine 1 zu 6 Chance, dass ich überleben werde. Du kannst nicht, bitte hör auf! Ja, und wie oft muss er den Abzug drücken? Hä? Stell dir vor, er müsste es zweimal. Es ist nicht viel von einem Talent, aber jetzt sogar ich habe ein ultimatives Level-Talent, weißt du. Ich bin der ultimative Glücksstudent. Aber wenn ich nicht gewinnen kann, wenn es eine 1 zu 6 Chance gibt vom Erfolg, dann was ist das überhaupt für ein ultimatives Talent, was ich habe? Ich meine, wenn mein Glück mich hier sterben lässt, dann ist es unmöglich, dass man das wirklich ein Talent nennen kann. Wenn ich wahrlich der ultimative Glücksstudent bin, dann muss ich hier überleben. Okay, ich muss sagen, er hat echt Selbstvertrauen und Nerv aus Stahl. Nicht wahr? Bitte hör auf! Klick. Klick. Ah, dieses Geräusch gerade. Das war die Tür, die sich hier aufgeschlossen hat, richtig? Haha, sieht so aus, als hätten wir den Final Level Gamer Dead Home Reloaded geschafft. Ich habe Angst vor dir, Nagito. Wirklich? Oh, nun ja, lass uns gehen. Das Oktagon sollte direkt hinter dieser Tür Also, liegen. ich glaube, Nagito wird immer schlimmer. Wer weiß, was dem noch so alles einfällt im Laufe des Spiels. Das Beste wäre, er würde gekillt werden. Also, das ist das Oktagon, hä? Was für ein unordentlicher Raum.
Herzlichen Glückwunsch, Nagito. Congratulations, solltest du schon sagen. Ja. Er ist hier. Herzlichen Glückwunsch, den Final Level Gamer Dead Room Reloaded abgeschlossen zu haben. Ich find's schön, dass wir den Raum jetzt so nennen. Und du hast sogar die Challenge auf der höchsten Schwierigkeit abgeschlossen mit nur einer 1:6 Chance des Erfolgs. Ich habe ein liebliches Geschenk für dich, für jemanden wie dich. Also dann, das zuerst. Das Symbol da, ist das nicht seitlich gesehen dieses Wort für Zukunft, Mirai? Ja. Ah, dachte ich mir schon, ich habe das nämlich schon mal gesehen. Ist das das Future Foundation, die Future Foundation Akte? Ja, deswegen. Haben wir das nicht schon bekommen, als wir beim bei der Achterbahn waren? Nun, denk einfach nur als darüber als eine Erweiterung davon. Erweiterung? Du, was gibst du da aus mit ohne Erlaubnis? Mal sehen. Und dann gibt's noch einen besonderen Preis. Hier, bitte sehr. Dieses Wappen. Ist es das von der Hope Swing Academy? Das ist richtig, diese Akten beinhalten deine Schülerprofile von der Zeit der Hope Swing Academy. Was bedeutet, sie sind die Profile, die ihr Leute habt, an die ihr euch nicht erinnern könnt. Unsere Zeit an der Hope Swing Academy. Aber nach all dieser Zeit, ich kann es immer noch nicht glauben. Du meinst, dass dir deine Schulerinnerungen gestohlen sind? Ich meine, dass eine nicht gute Person wie ich tatsächlich Zeit verbracht hat mit allen zusammen der Hope Swing Academy. Nein, das ist unmöglich. Wenn das wahr wäre, wie würde ich mich fühlen? Wahrlich, ich denke, ich würde wahrscheinlich meine Zeit damit verbringen, mich beschämt zu fühlen in der Präsenz dieser Großartigkeit. Oh. Egal, ob du jetzt erfreut oder depressiv darüber bist. Ich verstehe dich trotzdem nicht. Naja. Jedenfalls, ich habe dir das weitergegeben. Wie du es benutzt, ist liegt an dir. Danke, ich werde es mit mir nehmen. Und später angucken. So, wenn ich all diese Profile gucke, dann werde ich in der Lage sein, Hachimis geheimes Talent herauszufinden. Er wird wahrscheinlich glücklich darüber sein. Yay! Jemand, wie ich war tatsächlich mal nützlich. Kann sein, dass der irgendwie in Hachime verknallt ist oder so. Der redet ja von nix anderem mehr. Ach, Hachime. Worüber lachst du denn? Nein. Ich habe da etwas über die Ironie nachgedacht. Von allen hier, dass jemand wie du in der Lage war, die Hope Swing Academy Studentenprofile zu erhalten. Ich bin mir nicht sicher, ob du glücklich bist oder unglücklich. Was soll das bedeuten? Aber es sieht so aus, als wären die Dinge jetzt interessant. Ja, Nagito. Du bist vielleicht derjenige, der die Dinge viel interessanter macht. Ich weiß nicht wirklich, worüber du redest. Ich würde einfach mal schätzen, er guckt rein und wird dadurch zum nächsten Mörder nach diesem Fall. Aber
durch sein Glück würde man ihn nicht finden. Das ist das Problem. Also entweder muss er Mörder oder Ermordeter sein. Aber es passt irgendwie beides nicht. Realistischer wäre, wenn er ermordet werden würde. Schauen wir mal. Wir müssen erstmal noch diesen Fall hier abschließen. Hey, was planst du? Was ist da drin geschrieben? Jedenfalls, Monomi. Keine Schitterei. Du hast das Ende noch nicht erreicht. Hä? Ich meine, du hast noch nicht das russische Roulette gespielt. Aber da, Guido hat's bereits getan. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Geh, komm herüber. Die Rache des Final Gamer Dead Room Reloaded. Zerzion! Zerzion? Keine Ahnung. Sie sind endlich weg. Am Ende verstehe ich immer noch nicht, was Monokuma, worüber Monokuma geredet hat. Aber im Moment werde ich dieses Akten für später überlassen. Zuerst einmal muss ich diesen Raum untersuchen. Es ist nicht so, als wüsste ich, wie ich hier rauskomme. Ja, da hinten ist ein Fenster, aber ich bezweifle, dass das was bringt. Ein Fenster? Warum ist hier nur ein Fenster in einem Ort wie diesem? Es sieht so aus, als hätte es eine versteckte Bedeutung. Aber tatsächlich, was könnte es bedeuten? In meinem Kopf habe ich verschiedene Möglichkeiten durchgegangen, als ich langsam in Richtung des Fensters gelaufen bin. Und dann, in dem Moment, als ich aus dem Fenster geguckt habe, hä? Das ist... Die Musik. Was ich tatsächlich außerhalb dieses Fensters gesehen habe. Oh. Es war komplett unterschiedlich von jeder Möglichkeit, die ich im Kopf hatte. Willst du mir jetzt noch ein paar Texte in die Ohren schmeißen? Zeig mir einfach das Bild. Ja, ich weiß, meine Let's Plays sind gut. Ich verstehe. Also das war's. Was ich außerhalb dieses Fensters gesehen habe, hat alles zusammengepackt, worüber ich nachgedacht habe. Ja, ich verstehe. Es scheint, dass ich endlich verstehe, die größere Perspektive des Spaßhauses stehe, mit diesem... Mit dieser Aussicht oder so. Aber er hat natürlich nicht gesagt, was er gesehen hat. Äxte, Schwerter, Hämmer, Metallkabel. Es gibt eine Menge von Gegenständen hier, die als Waffen benutzt werden könnten. Mehr Waffen, Knarren, Bazooka. Ich verstehe, hier gibt es eine Menge Schusswaffen, ebenfalls. Hier gibt es sogar Granatenwerfer. Und ich weiß nicht, ich kann leider links gerade nicht lesen. Handguns and Granate Launchers even, Punkt, Punkt, Punkt. Okay, also Handfeuerwaffen und Granatenwerfer. Ah, jetzt habe ich nicht gelesen, was das ist. Achso. Ja, der Final Level Gamer Dead Room Reloaded ist auf der anderen Seite dieser Tür. Von der ich gekommen bin. Gibt keinen Grund zurückzugehen. Ich muss mich hier vernünftig umgucken. Hier gibt's doch gar nichts mehr. Ich weiß nicht, oben unten vielleicht. Achso. Ah! Kühlschränke? Ein Kühlschrank hier. Ich habe nicht erwartet, hier
Getränke zu finden, aber als ich die Tür geöffnet habe und reingeschaut habe, ich verstehe, die sind Gifte gelagert. Okay, irgendjemand wird durch Gift sterben. Du könntest sie geheim, auf geheime Weise alle mit Gift schütten. In einer Art und Weise ist das die stärkste Waffe. Aber in diesem Fall würdest du ja die Regeln ignorieren. Also irgendjemand wird durch Gift sterben. Da gibt es eine Tür im Boden. Wobei, mir fällt gerade auf. So sehr wie die Nagito einem jetzt schon ins Gesicht drücken, dann rein logisch gesehen müsste er das nächste Opfer sein. Und wenn er es mit dem Gift jetzt schon anspielt, dann müsste er vergiftet werden. Aber wie? Er ist ja der Lucky Guy. Wie soll man den umbringen? Ist das nicht das Erdgeschoss des Erdbauhauses? Könnte diese Tür in den Untergrund führen? Basierend auf der Skizze sollte da kein Bunker sein. Nein, vielleicht was hinter dieser Tür liegt. Die Dinge werden endlich interessant. Beeindruckend. Wie erwartet, ein Ort, den man nicht erreichen kann, bis man den Final Game of Dead Room Reloaded abgeschlossen hat. Dank dem, wie ich hier angekommen bin, sind alle getrennten Teile jetzt verbunden in einem in einem Zusammenhang. Keine Ahnung, Facebook. Eine Kettenreaktion, die Wahrheit zusammenbindet. Alles dank einem einzigen Hinweis. Ich wusste, dass es nicht die Zeit, um die Dinge zu genießen, aber das ist definitiv ein gutes Gefühl. Besonders dieses Fenster. Das ist richtig. Alles wurde... Alles hat sich verbunden von da an. Dank diesem Fenster habe ich das Geheimnis der mysteriösen Waffe des Pfannhauses herausgefunden. Nun, alles was ich tun muss, ist der anderen darüber zu berichten. Aber davor sollte ich endlich mal einen Blick in die Akten werfen, die ich von Monokuma erhalten habe. Besonders, wenn es die Studentenprofile von unserer Zeit bei der Hopespeak Academy beinhaltet. Das ist wichtig. Ich öffnete vorsichtig die Akten und ließ es genau. Und ging sicher, dass ich nicht einen einzigen Buchstaben verpasse. Vorsichtig. Hä? Hey. Ist es jetzt Chiaki eigentlich? Ist er das? Ich höre nix. Okay. Hey, kannst du mich hören? Ich bin weggedöst. Hachimi, kannst du mich hören? Can you hear me? Tut mir leid, ich hatte so einen ganz seltsamen Traum. Ich habe geträumt, dass ich Nagito war und den Final Dead Room gelöst habe. Und dann habe ich so Studentenakten bekommen und da war ein Fenster und so ein russisches Roulette und ich habe zu viele Patronen in der Waffe geladen und Hachime, alles wird gut. Ich weiß, du bist schon lange hier, du bist hungrig, du siehst nur Trauben, aber alles wird gut. Ja. Es tut mir leid, hast du was gesagt? Es ist jetzt schon fast 2 Stunden her, seit wir mit Fuyuhiko gesprochen haben. Ich frage mich, ob der Aufzug mittlerweile repariert wurde. Es wäre schlecht, wenn wir uns aufteilen würden, bevor der Klassenverhandlung.
Also sollten wir vielleicht sie ein weiteres Mal anrufen. Nee, hörst du überhaupt zu? Ich hab das nur auf nur gesagt, weil ich nun wirklich besorgt bin. Ich weiß nicht, aber irgendwie finde ich das süß. So irgendwie, ich weiß nicht warum. Aber man will sie einfach nur knuddeln die ganze Zeit, weil sie irgendwie aussieht wie eine Puppe. Tut mir leid. Also, was wollen wir tun? Oder wie ein Hamster. Du hast recht. Ich mache mir auch Sorgen über sie und über dich, du Hamsterpüppchen. Lass uns versuchen, das Erdbeerhaus nochmal anzurufen. Ja, das ist eine großartige Idee, denke ich. Oh, keine Hamsterpuppe mehr. Oh. Ich habe mich die ganze Zeit so gefühlt wie du. Ach, stimmt ja, ich war ja du. Hä? Die Musik schon, die bedeutet nichts Gutes. Mann. Hast du wenigstens eine Waffe mitgebracht, dass ich dich erschlagen kann oder so? Nun, Hallöchen, Hachimi. Nagito, was machst du hier? Naja, weil ich aufgetaucht bin. Ja, bist du aufgetaucht? Wie bist du überhaupt hierher gekommen? Vielleicht habe ich mich teleportiert. Jetzt verarscht er mich auch noch. Du glaubst doch gar nicht, wie gerne ich ihm eine klatschen würde. Hä? Ja, genau. Kann ich dich umklatschen? Hey, antworte mir ernsthaft. Wie bist du in der Lage gekommen auf diese Seite? Wie bist du auf diese Seite gekommen? Bevor ich das tue, da gibt es etwas, was ich euch Leuten mal sagen müsste. Und das wäre? Ich habe versucht, das Erdbeerhaus zu untersuchen, so viel ich konnte. Ich werde euch die Details später geben, also lasst uns das schnell hinter uns bringen. Nachdem wir plötzlich so... Ja, von Nagito... So plötzlich von Nagito... Ja, gestört wurden. Ja, und ja. Unterbrochen. Chirke und ich lernten... Die Resultate der Investition... Der Untersuchung des Erdbeerhauses. Ja, jetzt sagt uns alles. Ja, keine Sorge, allzu lang dauert der Part auch nicht mehr. Ich werde auch schon müde. So müde bin ich gar nicht. Ich aber. Ja, ich denke, es war wirklich wichtig. Erst recht der Fakt, dass alle im Erdbeerhaus dieses krummelnde Geräusch gehört haben. Aber... Was ist das mit dieser Alarmuhr, die auf einmal plötzlich so von alleine anging? Außerdem auch der Fakt, dass der Erdbeerhallenknopf kaputt war. Ja. Außerdem gibt's dann noch eine weitere Sache, die ich euch Leuten sagen muss. Ich habe den Final Level Gamer Deadpool Reloaded abgeschlossen. Was? Ein paar Wörter mehr? Da ist das lebensbedrohliche Spiel gespielt? Es war nicht wirklich lebensbedrohend. Ja. Es war einfach nur ein kleines Fluchtspiel, das mit etwas russischem Roulette beendet wurde. Russisches Roulette? Das ist ein Spiel, wo du eine Kugel in eine Waffe lädst, den Zylinder drehst und sie dann auf dich zeigen lässt und den Abzug drückst. Also hast du das wirklich getan? Ah. Das war also, wie man es spielen sollte. Der ist so ein Angeber. Also wäre es schon in Ordnung gewesen, wenn ich nur eine Kugel benutzt habe? Ich schätze, dann hatte Monomi wohl recht, was sie gesagt hat. Ich hätte das missverstanden. Ich dachte, du musst einfach nur eine Kugel aus dem Zylinder rausnehmen. Und das ist, wie du es tust. Genau. Das ist so ein Lügenbolzen. Warum kann er nicht als nächstes sterben nach Nekomaru? Das wäre so nett. Das wäre so nett von den Entwicklern. Du hattest nur
Da hat es nur eine 1 zu 6 Chance zum Überleben. Aber ich bin immer noch am Leben. Nach allem ist das die einzige gute Sache über mich. Ich bin eben glücklich. Was stimmt mit dir nicht? Oder was stimmt mit ihm nicht? Ich wusste, er ist schon von Anfang an seltsam. Aber... Freund. Aber für ihn etwas zu tun, das so selbstmörderisch ist, ist verrückt. Das ist alles, was ich dazu sagen kann. Jedenfalls war ich in der Lage, war den Final Level Gamer Deadpool Reloaded abzuschließen. Habe ich ein paar... War ich in der Lage, ein paar besondere Rechte zu erhalten. Und einiges von diesen Dingen ist... die Freiheit zwischen dem Trauben- und dem Erdbeerhaus mich zu bewegen. Nicht nur das. Wenn auch immer ich vor und zurück möchte, dann muss ich nicht mal mit dieses Spiel spielen. Vor und zurück bewegen? Wie bist du bloß in der Lage, das zu tun? Hey Hachime. Du wiederholst dich immer und immer wieder und das nervt mich. Kannst du nicht mal freisprechen aus zur Abwechslung? Kannst du nicht mal die Schnauze halten zur Abwechslung? Hä? Jedenfalls, ich bin definitiv glücklich. Und dank dessen war ich in der Lage, dieses Roulette zu bestehen auf der höchsten Schwierigkeitsgrad. Und ich habe ein paar beeindruckende Preise als Ergebnis erhalten, als Belohnung. Das ist doch das Future Foundation Dokument. Ja, das ist eine Fortsetzung von dem Dokument, das wir bei der Achterbahn erhalten haben. Eine Fortsetzung? Und es geht sogar viel detaillierter über das Mordschulleben. Das früher aus der früheren Akte. Das Mordschulleben? Hallo Byakuya. Du meinst diese Tötungen, die an der Hauptspeak Academy durchgeführt wurden, richtig? Achso, ja, so wie wir festgestellt haben, war Byakuya einer der Studenten, der. Ja, es überlebt hat. Danke, links oben. Verschwinde. Du stehst im Weg. Danke. Aber als wir gelernt haben, mehr über das Moschuleben gelernt haben, hat es keine Relevanz zu uns, wie auch immer. Da gab es eine Information über die Reihenfolge der Morde und wer der Mörder war für jeden Vorfall. Ich fand es extrem langweilig zu lesen über die Tode von Menschen, die ich nicht kenne. Abgesehen von Byakuya natürlich. Dann ist es genauso wie ich dachte, dass Byakuya... dieser Byakuya war der Byakuya, den wir kannten, richtig? Bitte Monster, ich kenne diese Informationen... Ich kann nicht sagen. Ich kann nicht sagen, dass die Information komplett nutzlos war. In Wahrheit gab es einige Ähnlichkeiten zwischen dem Mordschulleben und dem Mordschulausflug. Ähnlichkeiten? Kreative Differenzen? Zum Beispiel, der erste Mord hatte ebenfalls jemanden, der erstochen wurde zu Tode in einem unerwarteten Ort. Mhm. Der zweite Mord hatte ebenfalls einen Serienmörder in seiner Gruppe. Stimmt, ja. Und der dritte Mord war ebenfalls ein Doppelmord. Danke, dass du mir Ibuki auch nochmal zeigst. Oh, ich weiß es. Was denkt ihr Leute über diese seltsamen Gemeinsamkeiten? Moment, lass mich überlegen. Doppelmord war...
Hifumi und Taka. Wer wurde nach denen umgebracht? Moment, Celeste war die Mörderin. Sakura, war Sakura dann die nächste? Ja, die wurde vergiftet, okay. Kam nach Sakura noch irgendein Toter? Mukuro Kisaba? Ja, die ist aber anders gestorben als Nekomaru. Ja, wenn, dann wäre auch das jetzt die Mukuro, die Sakura-Episode. Ja, das hier ist der vierte Mord. Ja, aber Sakura ist durch Gift gestorben. Nicht, weil ihr eine Säule drüber gezogen wurde. Naja, man könnte die Gemeinsamkeit darin sehen, dass die stärkste Person der Gruppe gestorben ist. Okay, also körperlich stärkste Person natürlich. Das ist definitiv seltsam. Ich kann nicht darüber nachdenken, dass das nur Zufälle sind. Besonders wenn Monokuma hinter den Motiven steckt, die Mörder hervorbringen. Was versuchst du zu sagen? Nee, jedenfalls, der vierte Mord des Mordschullebens war anscheinend durch ein Selbstmord. Hä? Ob das nun was bedeutet oder nicht, ist ja etwas, was jede Person selbst wissen sollte. Ich wollte euch das euch bloß die Wahrheit sagen. Die Wahrheit. Bist du sicher, dass du nicht versuchst, uns zu verwirren? Deine Beschwerden enden einfach niemals, nicht wahr? Der wird immer mehr zu einem Arschloch. Wenn du weiter so redest, dann werde ich nicht mehr mit dir reden. Ich habe hier sogar gelernt, was dein Talent ist. Hä? Nun, diese Akte war nicht die einzige, die ich von Monokuma erhalten habe. Ich überziehe gerade ein bisschen, weil ich einfach wissen will, was der noch so zu sagen hat. Diese ist eine andere. Dieses Siegel? In der Tat, es ist dir... das Hoogsbeek Academy Schulsiegel. Schulwappen. Hat das Informationen über unsere gestohlenen Erinnerungen? Und glücklicherweise konnte ich keine Hinweise darüber finden. Diese Akten enthalten nur unsere Informationen. Behalten nicht unsere Informationen, nur Hachimis. Das sind gerade. Ja, enthalten nicht unsere Informationen, nur Hachimis Informationen. Nur meine? Ist das nicht seltsam? Warum nur Hachimis Informationen? Es ist ziemlich problematisch, wenn du mich das fragst. Ich muss schon sagen, ich war immer interessiert, dass Hachimi... Es war immer interessant, dass Hachimi der Einzige ist, der sich nicht an sein Talent erinnern konnte. Aber das endet jetzt. Ich könnte jetzt einen geilen Cliffhanger machen, aber ich will es jetzt selber wissen. Meinst du das ernst? Hast du wirklich herausgefunden, warum ich der Auserwählte der Hoogsbeek Academy bin? In einer Art und Weise. Es ist genau wie Chiaki gesagt hat. Hachimis Existenz ist speziell. Weil du warst... Jetzt sind Cliffhanger aber echt böse. Nur einer vom Reservekurs-Studenten, von den Reservekurs-Studenten, von der Reserve-Abteilung. Hä? Im Gegensatz zu der Hauptabteilung, für die Hauptkursstudenten, welche ein ultimatives Talent besitzen, ist die Reserveabteilung für die Reservestudenten, welche die halt einfach nur durch ein grundlegende Schulprüfung durchkommen in die Schule. Essentiell bist du einfach nur ein unter
Abgeordneter oder ein zweite Wahl. Nun, selbst dann, das ist nur ein einzelner Name. Die Reserveabteilung ist ziemlich ist mehr oder weniger einfach, existiert einfach bloß um warte mal, ich muss kurz ein Wort gucken. Increased heißt erweitern oder erhöhen? Nee, das will ich nicht wissen. Ich will Revenue wissen. Dachte ich mir schon. Ah ja, genau. Existiert einfach bloß, um den Einnahmenfluss der Hoopsie Academy zu erhöhen. Reserveabteilung. Substitute. Englische Bezeichnung für Delegator in Pokémon. Ja, das weiß ich zumindest. Einsatz. Ersatz. Also Ersatz. Zweite Wahl. Einfluss. Einnahmenstrom. Was sagt er da? Wie ich bereits gesagt, sagte, du bist ein Reserve-Kursstudent und du besitzt kein ultimatives Talent. Du hast einfach bloß einen ziemlich hohen Eintrittspreis bezahlt, um reinzukommen. Mit den mit den Befunden von den Prüfungen der Akademie. Kommst du, wirst du fokussiert auf den. Oh Gott. Wirst du fokussiert auf Gott? Ich bin der ultimative Katholik. Ultimativer Priester. Kannst du dich darauf fokussieren, das Stärken und Untersuchungstalent also dass die Symbole also nur damit die Symbole der Hoffnung verbessert werden können. Was bedeutet, du bist nichts weiter als eine Trittleiter, aber du solltest dich geehrt fühlen. Ein durchschnittlicher, talentloser Mensch kann ein guter Nutzen werden für die, welche bekannt sind als die Hoffnung der Menschheit. Es ist traurig, jetzt bin ich sogar noch weniger wert als Nagito. Was zur Hölle meint er damit? Vielleicht warst du einfach nicht entschlossen genug. Verehrst du die Hoffnung? Warst du bereit, deinen Körper zu opfern und deine Seele, um an die erhoffte Academy zu kommen? Oder vielleicht warst du einfach nur besessen von der Hoopsie Academy, wie ein Fangirl, das dem letzten Trend folgt? Nein, so ist es nicht. Ich wollte Hoffnung werden? Wenn es das ist, was du denkst, dann hör einfach auf. Oh, halt die Fresse. Ich will doch einfach nur deinen Dialog um die Bühne bringen. Hör mir genau zu. Der einzige Mensch, der es wert ist, Hoffnung zu werden. Hoffnung zu sein. Besitzt ein beeindruckendes Talent und einen starken Willen. Und der Moment, als du in diese Welt geboren wurdest, hattest du keins von beiden. Es hat nichts mit Mühen zu tun. Du wurdest einfach nicht ausgewählt von der Hoffnung, um Hoffnung zu werden. Und das ist der Grund, warum es nicht wert ist, dich zu bewundern. Oder warst du so geblendet von der Bewunderung über die Hoopsie Academy, dass du es nicht mehr sehen konntest? Am liebsten würde ich seinen Text wegdrücken. Du bist einfach nur ein Niemand von dem Reservekurs, welcher niemals ein Talent hatte von Anfang an. Ein Niemand, welcher vergessen
hat, dass er niemand war. Das ist alles. Dann ich. Ich bin nur... Das ist richtig. Du warst niemals ein Ultimativer. Du hattest kein Talent. Niemals. Ich habe keine Talente. Ich bin nur ein ordinärer Highschool-Schüler. Es tut mir schon fast leid für dich. Der Schock, das zu lernen, dass du nur jemand warst, der kein Talent besitzt. Aber trotzdem. Wenn du positiv drüber nachdenkst, es gibt jetzt keinen Grund mehr, dich zu verdächtigen. Jetzt, wo wir wissen, wer du bist, ein normaler, durchschnittlicher, wirklich unbedeutender Hochschulstudent, gibt es keinen Weg, dass du jemand sein könntest, der mit der Future Foundation zusammenarbeitet. Aber wenn es nicht Hachimi ist, dann wer zur Hölle könnte der Verräter sein? Die Überlebenden vom vorherigen Mordschulleben, der Überlebende des vorherigen Mordschullebens, Byakuya, wäre wahrscheinlichste Kandidat. Aber jetzt ist das wirklich wahrscheinlich unmöglich. Hey, hörst du ab zu? Es gibt keinen Grund, für dich dazu zu hören. Ja, danke, Chiaki. Wenigstens mit einem anständigen Bild jetzt beenden. Boah, ich könnte dem Kerl die Haut abziehen. Das ist ja abartig. Was für ein mega dreckiger Wichser der geworden ist. Der war ja schon immer schlimmer. Der wird ja immer schlimmer. Ich hoffe wirklich, dass die Entwickler ihn umbringen. Ich meine, er hält sich komplett an seine Rolle. Er verehrt die Leute, die halt ein Talent haben. Hält sein eigenes Talent für wertlos. Und jetzt, wo er herausfindet, dass Hachimi einfach nicht mal ein Talent besitzt, ist er für ihn sogar noch wertloser. Er hält sich 100% sicher an seiner Rolle. Er hat sich nicht ein einziges Mal verändert im Ganzen. Jeder hat ein Talent. Ja, aber es geht hier um das ultimative Talent. Und Er hat kein ultimatives Talent. Ich bin mir ziemlich sicher, es gibt eine bessere Musikerin als Ibuki, einen besseren Baseballspieler als Leon, eine bessere Gamerin als Chiaki, nur weil Nagito so ein Trottel ist, das ja nicht checkt. Nein, ich meine, in diesem Spiel, in diesem Universum ist es so, dass das die Besten sind, der ganzen Welt. Dann müsste man sie am besten killen. Wobei, dafür gibt es ja das Tötungsschulleben, also ergibt schon irgendwie Sinn. Deswegen ist es ja so heftig, dass es eine ultimative Verzweiflung gibt, weil die ultimative Verzweiflung kann halt ihre Verzweiflung auf die gesamte Welt übertragen. Ich hoffe trotzdem, dass Nagito stirbt. Ich hoffe es jetzt mehr als alles andere. Und ich meine, das ist ja passiert im ersten Danganronpa-Spiel, wenn du dich erinnerst. Deswegen hat sich ja die Familie von Makoto umgebracht. Ich bin wirklich erschöpft, weil ich Nagito jetzt mit ansehen musste. Das ist so schlimm. Aber es zeigt wieder, wie geil das Spiel ist, weil ich glaube, ich habe eine neue Hassfigur. Also Byakuya, den liebe ich ja fast schon. Nagito ist mein neues Feindbild der Ultimativen. Aber ich werde jetzt den Part beenden, der geht fast 50 Minuten. Das war Danganronpa 2, Goodbye Despair. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfiat euch. Ciao.